Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Planet Zoo und zur vorletzten Aufgabe. Wir haben so viel mittlerweile schon abgeschlossen, wir haben so viel gelernt. Wir haben mehrere Parks selber gebaut. Ah, das war die, genau. Den haben wir, den Ahorn, den haben wir selber gebaut. Den haben wir selber gebaut. Und den haben wir jetzt auch selber gebaut. Und jetzt sind wir dran mit Zoo der Beschaulichkeit in der Präfektur Yamaguchi. Lesen wir uns die Aufgabe durch. Dieser Zoo wurde von seinem vorherigen Besitzer aufgegeben. Daher findet man im Zoo der Beschaulichkeit in der Präfektur Yamaguchi gerade weder Tiere noch Beschaulichkeit. Diesen Zoo wieder zum Laufen zu bringen, wird nicht einfach werden. Aber wenn du die Weltvereinigung der Zoos, zoologische Organisationen und zugehörige oder ähnliche Verbände beeindrucken möchtest, wirst du dich ranhalten müssen. Sieht aber eigentlich recht cool aus. Wir begeben uns auf jeden Fall nach Japan, wenn ich das richtig gesehen habe. Jawohl, in Japans Süden. Oder? Ist das Japan? Ja, doch, schon Japan. Ja, ist Japan. Ich war mir gerade ein bisschen unsicher, wo wir sind, aber ja. Japan, ja, Yamaguchi sagt ja eigentlich schon Japan. Dann würde ich sagen, neu starten. Vorletztes Karrierekapitel der Hauptstory. Wir haben noch zwei weitere Stories, da weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich es machen will. Frage ist, ob ihr sagt, oh ja, bitte, bitte mach Castle Myers und die anderen auch noch. Ich habe schon überlegt, ob wir so ein Halloween-Special machen oder so. Aber ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, wann ist Halloween da? Ah, am Donnerstag, mitten unter der Woche. Ach, das wird schwierig. Mit Stolz, dass unsere Arbeit in den USA die Aufmerksamkeit der Weltvereinigung der Zoos, zoologischen Organisationen und ergänzenden und ähnlichen Verbänden errungen hat. Wir wurden kontaktiert, um bei einem Notfall zu helfen. Ein älterer Zoo in Japan wurde vor kurzem von seinem Besitzer aufgegeben, damit der nicht für die Reparatur bezahlen muss. Ich glaube, du kannst dir schon vorstellen, wer der Vorbesitzer war. Genau, Herr Myers. Dominic Myers? Tut mir leid, du hast nur nichts gesagt. Mir macht es nichts aus, dir mitzuteilen, dass das nicht der erste seiner gescheiterten Zoos ist, den ich kaufen musste. Ach, zum Glück geht es jetzt allen Tieren gut und sie haben eine vorübergehende Unterkunft gefunden. Dort können sie aber nicht immer bleiben. Deshalb müssen wir den Zoo möglichst schnell reparieren, damit sie bald wieder ein Zuhause haben. Obwohl die Riesenschildkröte ihr Zuhause wohl nie verloren hat. Also dann, wir haben viel zu tun und wenig Zeit. Oh, und noch weniger Geld. Wir werden wohl einen Kredit aufnehmen müssen. Natürlich. Oh, 4000 Hinterkönnen. Nimm das gerettete Exemplar der Tierart auf und platziere es. Zu finden im Tierhandel unter Belohnungen. Diese werden alle paar Monate verfügbar. Verweist den Zooruf auf 2 Sterne 1,1. Vervollständige die Gehegrenzen aller Gehege. Ach du Scheiße. Das sind ein paar richtig coole Sachen dabei. Hier sogar mit Unterwasserhöhle, Alter. Schlafplätze unter Wasser. Also ihr müsst auf jeden Fall hier mal nichts bauen. Das ist schon mal ein Vorteil. Wir haben natürlich auch keine Ahnung, was wo ist. Ah, das ist Teil der Bahn, okay. Die halt dann auch ab und zu einfach irgendwo straight einfach so endet. Wir haben hier eigentlich schöne Gehegegrenzen. Ich würde halt nur wissen, gerne, was das für ein Gehege sein sollte. War. Was auch immer. Aber ja. Das könnte Pfau oder Lemur sein. Du kleiner Rüpel. Natürlich. Hallo, Kabir.
Farmgehege. Da fehlen aber auch keine Schilder, nichts dazu. Boah. Keine Kameras, niente. Hier ist einfach ein straighten Baum einfach umgefallen. Der klebt einfach im Haus drin. Du kannst nichts sagen, es ist geil gebaut. Aber ja. Wolf. Das ist viel zu klein für einen Wolf. Oh ne, nicht mal. Er hat einfach alles irgendwie reingefeuert, oder? Hauptsache es irgendwie für ihn schön zum Anschauen, nenne ich es mal. Vergiss es, lass es einmal alles erstmal liegen. Wir haben hier so viele Gehege. Das ist crazy. Das ist gut, dass sie geschlossen ist erstmal. Wir haben eine Zooputzerin. Silber, sag ich noch. Nochmal zwei Tiere. Holla! Königstiger. Was machen wir denn mit dir? Cool, klar. Ich müsste mir auch noch ein bisschen wo ist. Er ist im Stande, okay. Pass auf. Strom hat alles. Okay. Strom hat alles, aber da müssen wir uns vorerst mal einen Riegel vorschieben. Wir müssen jetzt erstmal ein Tigergehege aussuchen. Haben wir zu viele Namen für die Gehege? Oh!
Manja. Ja gut, noch mal 3 Vs jetzt. Das ist nicht schlimm. 3 Vn, nicht Vs. Jo, muss ein AG gerade sein eigentlich. Basiert auf einem Erwachsenen. Wir haben 3. 336, da können wir keinen anderen gleich mal 10 Jungtiere dazu hauen. 396. Höher als 1,25 Meter, die solltet ihr haben. Nein, hier habt ihr nicht. Oh, Junge, 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 Junge. Das taugt man schon mal gar nicht hier. Ich würde gerne eine Funktion haben, wo du eingibst, du möchtest das so und so hoch haben und dann ist es so und so hoch. Weißt du, was ich meine? Das hätte ich gern. Aber das haben wir nicht. Genau. Thank you.
Ne. Jetzt geht das wieder nicht. Muss man das hier irgendwie, wie gesagt, einfach mal schön hinbekommen. Grad Winkel offen, gewölbte Abschnitte. Dankeschön, dass wir hier so eine flache Hecke haben und hier hinten haben wir dann einfach eine hohe Hecke. Dann passt das ganz gut, glaube ich. Genau, und hier. Finde ich wieder lustig, dass ich wieder hier auf 1, jetzt komme ich auf 1,30. So. Dann brauche ich Barrieren. Zum Eingang haben wir da schon mal gar keinen Platz. Aber hier. Warum möchten wir den überhaupt da? Oder möchten wir den lieber hier hinten haben? Nee. So, wir befinden uns in Japan. Das bedeutet, wir kriegen wieder einen Weg. Aber wir wollen diesmal die Dingwege ein bisschen anders machen. Diesmal nehmen wir das Schwarze. Jetzt muss ich gleich mal schauen, wo wir die überall haben. Jetzt muss man die gleich mal einfärben in den. In diesem neuen Farbton. Ohne Wenn und Aber. Thank you.
Einfach so, dass wir nichts mehr hier haben, was hier irgendwie an Meyers dumme Ideen erinnert. Seine Ideen sind ja, mein Gott, ja, waren jetzt nicht ultra mies, die er hier gehabt hat, aber läuft halt nicht, ne? So, warum ist hier jetzt dann kein Teer? Und warum ist hier Wiese? Oh Gott, im Himmel. Neuerdings unter anderer Aufsicht. Wobei wir haben aktuell sowieso keinen Mitarbeiter, wir haben nur einen Sogpfleger. Schau das an, ich denke mir einfach nur, oh Gott. Drum. Fünfzigtausend. Ich würde sagen, das war jetzt nicht mein Plan.
3000 zurückzahlen. Muss sein. Das wird natürlich jetzt umso schwieriger. Klar, wir haben jetzt 11.500 Fixkosten. Wir haben einen Tierarzt. Wir haben einen Security-Mitarbeiter. Wir haben einen Techniker. Wir haben einen Zoopfleger. Und wir haben... Die haben wir schon. Wir müssen unbedingt schauen, was wir schließen und was wir offen haben. Naturgehege. Einrichtungen. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Oh Gott. Oh, ich krieg Bauchweh. Ich krieg Bauchweh. Verbrechen. Oh Gott. Alle ersetzen. Oh, 5000, aber gut, aber wenigstens. Okay, wenigstens ist das wieder alles ganz. Oh, ich hab Bauchweh. Wir haben jetzt schon noch 48.000. Gut, zumindest haben wir ein fertiges Gehege, um Himmels Willen, aber. Oh, ich meine, was ist hier passiert? Na gut, das ist ein Toilettenblock, das sieht man, glaube ich, auch so. Aber. Umgekippten Bäume, die absolut nicht so stehen sollen, wie sie jetzt stehen. Keine Ahnung. Oh, die Tiere haben zumindest Wasser. Das ist schon mal ein Vorteil. Das passt eigentlich auch. Schaut noch was aus. Ja, der Automat schreit Japan.
Ich kann es euch gleich sagen, dass die Folgen jetzt hier ein bisschen länger werden, glaube ich, weil das ist, dass wir das hinkriegen, das wird, glaube ich, eine Kunst. Und ich habe was im Auge, scheiße. So. Ihr habt. Oh, ich habe es im Auge, scheiße. Da muss ich schon ordentlich saufen, dass das was wird, Freunde. Das sage ich euch. Das ist aber nicht der Anfang. Ich bin jetzt mal so frei. Nee, die können wir jetzt alle erstmal löschen. Das Grundgerüst für die Gehegetafel genauso. Da könnten Affen oder so rein. Wir stellen die auch mal gleich mal woanders hin. Die sind schlau da vorne, ja. Nee. Erstmal da am Eingang platzieren, 3 Stück. Dass wir da noch einen Eingang haben. Preis 1 Dollar. Preise synchronisieren. Da macht er tatsächlich Sinn in diesem Ding drin. Aber wie gesagt, dann halt auf Japanisch in Rot und Weiß. So, da ist einer. Dann stellen wir hier einen hin. Wir stellen da drüben Arsch ab. Ja, schau mal, wir können die hinter die Ding, hinter die Abgrenzung stellen.
Nee, einer reicht da tatsächlich. So, dann habe ich jetzt da drüben noch so ein Lager an Shops gesehen. Hier sind auch ganz viele Shops. Da hinten auch. Okay. Ah, da kommt wieder das Gras durch, Alter, Gelände. Kann ja nicht sein, Mann. Schaut furchtbar aus, wenn das Gras durchkommt. Also wirklich. Sonst irgendwo, wo Gras durchkommt. Weg. Weg. Ich habe jetzt gerade irgendwo dahinter gestellt einen. Weil der halt auch überhaupt nicht reingepasst hat. Das tut mir richtig leid, ehrlich. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel noch einen Laden. Schau mal, dann können wir jetzt hier einen reinstellen. Da ist ein Laden. Das ist ein Klo. Da ist ein Fahrgeschäft. Da ist ein Klo. Hier sind Geschäfte. Schauen wir mal kurz dahin. Du kommst weg. Du kommst weg. Hier irgendwo, wo es halt nicht auffällt, weißt du? Kann man noch einen zweiten ansetzen. Den setzen wir hier unten oder die Kirschblüten rein. Da fällt er nämlich auch nicht so auf. So. Zwei Toiletten und ein Ding, das ist okay. Da haben wir nichts, wo wir was kaufen können. Da haben wir den Kaufbereich. Da brauchen wir auch keine Geldautomaten. Hier auch nicht. Und dann brauchen wir sie irgendwo versteckt hier. Ich frage mich gerade, ob man das betreten kann oder nicht. Das ist super cool, wenn das... Doch, kann man hier. Siehst du? Kann man. Das ist natürlich dann cool. Das ist ein Gehege da unten, oder? Ja. Das ist fancy. Da oben haben wir einen ganzen Shop an Gehegen. haben wir ganzen... Okay, das ist viel Wirbel um einen Shop. Das ist natürlich jetzt nicht so nice. Bisher. Doch, wir haben eine Idee. Machen wir so. Bisher haben wir die immer in so, genau, getarnt hinter so Büschen gehabt. Und wenn man die Büsche, nee, das hat schon gepasst. Und den Busch hier richtig hinsetzen, siehst du? Dann ist der nämlich auch wieder in so einem Ding drin. So, dann haben wir da wieder einen Geldautomaten, das passt dann auch wieder. Und dann können wir theoretisch noch einen zweiten Geldautomaten aufstellen. Aber hier drüben, neben dem Mülleimer, damit man das Rezept gleich wegschmeißen kann. So, und da fällt nämlich dann auch nicht so krass auf. Wundervoll. Wundervoll. Ah, wir werden ja noch. Okay, da haben wir ganz viele kleine Gehege. Ich glaube, ich auch noch mal einen hin. Ach, stopp. Nee, wir haben da drüben schon einen.
Da sind einfach ganz Bäume umgeknickt. Also umgeknickt in Anführungszeichen. Der mit seinen schiefen Bäumen geht mir so offen. Wir haben hier so viel unnötige Reparaturarbeit, nenne ich es mal. Gelber Trompetenbaum. Schau mal, wie schön der ausschauen wird, wenn man den normal hinstellt und nicht einfach irgendwie in den Boden legt. Was lassen wir noch eingehen? Ah. Oh. Dreiviertelstunde, oh Gott im Himmel. Ja, ich glaube, wir beenden das Ganze hier mal. Ich weiß gar nicht, wo ich hier ein Foto machen soll. Ich glaube, ich mache es einfach von hier oben. Aber das ist ein Haufen Arbeit. Also bevor wir hier irgendwas bauen können. Ehrlich. Das wird ein Haufen Arbeit. Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Thumbnail, was wir hier haben. Nimmt dieses ganze Ausmaß, was wir hier, um was wir uns kümmern sollen, glaube ich, ganz gut ins Blickfeld. Das wird eine absolute Monsteraufgabe. Eine absolute Monsteraufgabe. Na gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.